Gojko Mitic bei einem Powwow, dem traditionellen Tanzfest der Indianer. Doch wir sind nicht in Nordamerika, nicht in Sacramento oder Santa Fe. Nein, wir sind mitten in Sachsen. Hier steht die Wiege des Indianerhobbys. Ausgerechnet in Radebeul, der kleinen Stadt an der Elbe. Radebeul war für uns junge Indianisten das Mekka. Wir sind jedes Jahr hier nach Radebeul gefahren. Ich bin dazu gekommen, ich muss es ehrlich sagen, durch Karl May. Ich habe also schon in sehr jungen Jahren lesen können und habe auch viele Karl May-Bücher gelesen. Karl Mays Indianersammlung in Radebeul. Der Schauspieler Gojko Mitic hat sich hier sogar auf seine Rolle in Die Söhne der großen Bären vorbereitet. Wer bist du? Tokaito, Häuptling beim Stamme der Dakota. Ich würde sagen, dass Karl May nicht nur bei mir Interesse für die Indianer geweckt hat, sondern bei vielen anderen Lesern. Er ist der Urvater eigentlich der Indianistik. Und das Karl May Museum in Radebeul. Es ist der Hort der deutschen Wildwestromantik. Begonnen hat alles vor 120 Jahren. Wegen der reizvollen Lage und seines mediterranen Klimas wird Radebeul auch sächsisches Nizza genannt. Wer Geld hat, wohnt schon damals in der kleinen Stadt an der Elbe. Auch den Schriftsteller Karl May zieht es nach entbehrungsreichen Jahren im Gefängnis hierher. Hier in Radebeul, in dieser Villa, hat Karl May von 1896 bis zu seinem Tod gelebt. Mit seinen Romanen um Winnetou und Old Shatterhand hat er die Liebe der Deutschen zum Wilden Westen geweckt. Als Karl May die Villa erwirbt, steht er auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Damit jeder gleich sieht, wer hier wohnt, lässt der Schriftsteller in goldenen Lettern den Namen seines alter Egos Old Shatterhand am Dachsims anbringen. Seine Wohnräume stattet er üppig mit orientalischen Möbeln, Jagdtrophäen und Reiseandenken aus, obwohl er Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch nie verlassen hat. Doch vor seinen Lesern tut der 1,66 große Sachse so, als hätte er seine Abenteuer selbst erlebt. Verschickt Fotos von sich, wie Stars heute, Autogrammkarten an ihre Fans. Karl May war ein früher Popstar der deutschen Literatur. Er war ein Meister der Selbstinszenierung. Er schuf die Marke Karl May. Die legendären Gewehre seiner Romanfiguren, unverzichtbare Requisiten für sein Renommiergehabe. So ließ er sich in Dresden von einem Büchsenmacher die Silberbüchse und den Bärentöter nachbilden. Aus diesen Gewehren wurde nie geschossen. Und 1902 kam noch das dritte der berühmten Gewehre dazu, der Henry-Stutzen, der überall im Orient und in Nordamerika Schrecken verbreitete. Gegen Bärentöter, Silberbüchse und Henry-Stutzen können wir nicht viel ausrichten. Die Waffen sind besser als unsere. Karl Mays Salon. Hier empfängt der Schriftsteller seine Gäste. Doch der Erfolg wird ihm nicht in die Wiege gelegt. 1842, als Sohn eines bettelarmen Webers in Hohenstein-Ernsthal geboren, reist Karl May erst im Alter von 66 Jahren nach Nordamerika. Das Wissen über die Indianer liest er sich an. So kann er die Schauplätze seiner Romane so authentisch beschreiben, als wäre er schon viel früher dort gewesen. Karl May hat mich als Kind wirklich auf eine Abenteuerreise entführt. Der sächsische Schriftsteller wird zum Erfinder unsterblicher Helden. Namen, die jedes Kind kennt. Winnetou und Old Shatterhand. Winnetou! 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 Vielleicht das größte Motiv von Karl May war die Sehnsucht nach Freiheit. Er, der viele Jahre im Gefängnis, im Zuchthaus war, träumte von weiten Prärien, von Wüsten, von Gegenden, die ihm keine Grenzen boten. Ohne Polizisten, ohne Staatsanwälte. Es war der Traum des kleinen Mannes vom großen, freien Leben. Ein Traum,
den Karl May mit vielen teilt. Wie Karl May wollten immer wieder und zu allen Zeiten Menschen aus ihren persönlichen und politischen Verhältnissen ausbrechen. Und das bescherte dem Radebeuler Schriftsteller eine Auflage von 200 Millionen Büchern. Karl Mays Fanalbum. Auf Fotos verkleidet seine Leser. Als Trapper, Squaws und Indianer. Der Kult hält bis heute an. Vielleicht ist es kein Zufall, dass gerade in der DDR die Liebe zu den Indianern besonders ausgeprägt war. Besonders in der DDR gab es so eine Flucht irgendwie in die Freiheit. Man geht irgendwo im Wald oder ein Stück Land pachtet man und da stellt man die Zelte auf und versucht man als Indianer zu leben oder nachzuahmen. Häuptling Armin Riedel, 1980, bei einer Rede an seinen Stamm Old Manitou. Und heute? Der Stamm ist etwas kleiner geworden. Doch noch immer herrscht Armin Riedel als Red Moccasin, rote Socke, mit seiner Squaw Karin über die Radebeuler Old Manitou. Ich bin dazu gekommen durch Karl May. Ich habe also schon in sehr jungen Jahren lesen können und habe auch viele Karl May-Bücher gelesen. Sein Reich heute, Stetson City, Wildweststadt am Rande von Radebeulen. 20 Blockhäuser, jeder hat sein eigenes Häuschen. Es gibt einen Festplatz und sogar einen Saloon. Zu DDR-Zeiten war das ja eine gewisse Nische und es war Abenteuer pur. Und da hat es natürlich auch die Kinder hergezogen. Und heute sind andere Dinge da, die Spaß machen. Manche hat es ins Mittelalter gezogen. Manche, die Vereine sehen wollen, die gehen halt in den Schützenverein. So wird man sich wahrscheinlich hier im Verein auch wandeln müssen. Deswegen haben wir ja auch immer mal andere Gäste hier, damit wir nicht so einsam hier oben als Indianer rumsitzen. Der Rest der Truppe von Stetson City ist nach der Wende zum Klassenfeind übergelaufen und hat sich auf die Seite der Cowboys geschlagen. Sogar Karin Riedel wechselt öfter die Seiten. Red Moccasins Frau trainiert die Lion Dance Gruppe. Heute ist Besuch aus Erfurt da. Auch die Kinder des Häuptlings haben Fahnenflucht begangen. Meine Kinder alle, die macht keiner Indianer. Gut, mein Großer, der hat bis jetzt auch Indianer gemacht. Aber der sagt, Vater, ich mache jetzt bloß noch Trapper, das liegt mir mehr. Wenn Armin Riedel mal ganz in Ruhe nachdenken will, dann geht er in den Ahnenhain und gedenkt seiner Vorfahren im Hobby. 1928 haben seine Stammesväter Old Manitou in Radebeul gegründet. Der Verein hat alles, sogar den Zweiten Weltkrieg und die DDR überlebt. Wäre doch gelacht, wenn Old Manitou nicht auch diese kleine Krise im Indianerhobby überwinden würde. Auch Radebeul erfährt seine Höhen und Tiefen. Um 1900 noch beschauliche Villen-, Wein- und Gartenstadt, siedelt sich bald Industrie in Radebeul an. Jetzt wird es schick und teuer, an den Weinhängen oberhalb des Zentrums zu wohnen. Hier fährt man Automobil. Unterhalb des Zentrums liegt die Villa Shatterhand. Dort fährt man Straßenbahn. Karl Mays Anwesen verliert an Wert und die Presse fällt über den großen Fabulierer her und entlarvt seine Lügen. Karl May stirbt 1912 als gebrochener Mann an einer Lungenkrankheit. Doch sein Anwesen bleibt das Zentrum der deutschen Wildwestromantik. Die Protagonisten allerdings, die wechseln. Karl Mays Witwe Clara entfacht einen beispiellosen Kult um ihren vergötterten Mann. Karl Mays Grabmal auf dem Radebeuler Ostfriedhof in den 20er Jahren. Hier geht die Show weiter. Auf Betreiben von Clara May und Zirkusdirektor Stosh Sarasani legen die Show-Indianer vom Zirkus einen Kranz am Grabmal des Schriftstellers ab. Ihr Häuptling White Snake, weiße Schlange, hält sogar eine Laudatio.
Wir möchten dir Totempfähle in jedem Indianerdorf aufstellen. In jeder Hütte sollte dein Bild hängen, denn nie hat der rote Mann einen besseren Freund gehabt als dich. Vermutlich wurde dem Häuptling die Rede diktiert. Schützenhilfe bei der Show um Karl May erhält Clara May nun von einem seiner größten Fans, dem Österreicher Patti Frank. Der Zirkusartist ist als Show-Cowboy um die ganze Welt gekommen und sammelt Alltagsgegenstände der Indianer. Manchmal geht das Schicksal seltsame Wege. Nach dem Tode Karl Mays entsteht zwischen dem weitgereisten alternden Artisten und der Schriftstellerwitwe eine rege Korrespondenz. Sie beschließen, ein Museum zu gründen, und Radebeul wird so zum Anlaufpunkt für Indianerfans aus aller Welt. Direkt hinter der Villa Shatterhand, ganz versteckt im Garten des Anwesens, lässt Clara May ein Blockhaus im amerikanischen Stil errichten, die Villa Bärenfett. Museum und Wohnhaus für Patti Frank. Der ehemalige Artist erhält für seine Sammlerstücke eine Leibrente, lebenslanges Wohnrecht und die Verpflichtung, sich um die Besucher zu kümmern. Jetzt wird er zum Hüter der Silberbüchse, des Bärentöters und des Henrichstutzens. Ja, ich glaube, der hat sehr viel dazu beigetragen, dass dieses Museum noch sehenswerter wurde. Patti Frank richtet sich im Kaminzimmer ein. Ganz ähnlich wie Karl May inszeniert sich der Österreicher, der eigentlich Ernst Tobis heißt, als weitgereister Westernmann und schmückt seine Räume mit Reiseandenken und Jagdtrophäen. Sogar im Alltag präsentiert er sich mit Pistole, Cowboyhut und Überhosen, sogenannten Lederchaps. Doch im Gegensatz zu Karl May war die Aufmachung Patti Franks nicht nur Inszenierung. Das hier sind die Original-Chaps von Patti Frank. Er war ein großer Kenner der nordamerikanischen Ureinwohner und er kannte sich in den europäischen und deutschen Museen enorm aus. Die Villa Bärenfett wird zum Treffpunkt der Radebeuler Jugend. Wenn Patti Frank seine Geschichten vom Wilden Westen erzählt, werden sogar die Kleinsten still. Patti Frank habe ich kennengelernt mit 12 Jahren. Meine Eltern wollten vom Indianerhobby überhaupt nicht wissen, aber ich war eben begeistert. Und wir haben uns dann hier im Museum getroffen und er hat uns seine Geschichten erzählt. Ich habe mich in sämtliche 5 Weltteile herumgetrieben und habe im Laufe von vielen, vielen Jahren die Sammlung zusammengetragen. Die Hauptsache, was ihr hier gesehen habt, das ist Nordamerika. Doch Patti Frank hat noch eine andere Seite. Der weitgereiste Österreicher ist auch ein Hallodri und Lebemann. Eine Falltür führt vom Kaminzimmer ganz diskret hinab. Nach Feierabend wird die Villa Bärenfett zur Lasterhöhle. Regelrechte Orgien sollen hier stattgefunden haben. Über offenem Feuer braut Patti Frank Schnaps und veranstaltet in seiner Bar zum grinsenden Präriehund Zechgelage mit seinen Radebeuler Freunden. Oft sind die Leute vom Zirkus zu Besuch. Mit den Sarasani Girls soll Patti Frank wilde Partys gefeiert haben. Sehr zum Leidwesen von Clara May, die in der Villa Shatterhand unter der nächtlichen Ruhestörung leidet und um den Ruf ihres Anwesens bangt. Und Clara May beschwerte sich dann, das hier sei kein Blockhaus, das sei ein regelrechtes Bockhaus. Irgendwann reicht es Patti Franks Freunden nicht mehr, nur Geschichten von Indianern zu hören. Sie wollen wie Indianer leben. Und so entsteht 1928 der erste Indianerclub Ostdeutschlands, Old Manitou. Wir treffen uns also nicht bloß bei ihm oder in der Wohnung. Wir machen also ein richtiges Indianerleben. Und da haben sie die Old Manitou gegründet. Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg. Clara May erlebt sein Ende nicht mehr. Patti Frank stirbt 1959. Eine neue Ära beginnt. Karl May, Clara May und Patti Frank sind tot. Doch das Herz der Deutschen für den Wilden Westen schlägt weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg sogar stärker als zuvor.
Radebeul in den 50er Jahren. Der große Krieg ist fast spurlos an der kleinen Stadt an der Elbe vorbeigegangen. Jetzt ist sozialistische Aufbauarbeit gefragt. Und dabei ist Karl May nicht gut gelitten. Seine Werke werden zwar nicht verboten, aber auch nicht mehr gedruckt. Der Karl May Verlag und seine Möbel wandern gegen Devisen in das bayerische Bamberg. Das große Problem war, dass Hitler gerne Karl May gelesen hat. Und so kam es, dass Klaus Mann Karl May als Hitlers Mentor, als Hitlers Vorbild bezeichnen konnte. Das war natürlich grundfalsch, wirkte aber dann in der DDR, die ja das bessere Deutschland sein wollte, nach. In die Villa Shatterhand zieht ein Schulhort. Die Karl-May-Straße wird in Hölderlin-Straße umbenannt. Zeitweise soll das Anwesen sogar konspirativer Treffpunkt der Stasi gewesen sein. Es gibt genaue Akten über die Verstrickungen auch der Karl-May-Szene, die durchsetzt war von IMs. Und das hat ja nach der Wende so zwei, drei Leuten den Kopf gekostet. Die Villa Bärenfett wird in Indianermuseum umbenannt. Die Sammlung nach streng wissenschaftlichen Aspekten neu geordnet, denn Karl Mays Indianerbild gilt als kitschig. Aber die Indianisten, sie leben weiter. Old Manitou werden 1956 in Radebeul neu gegründet. Und was ein richtiger Indianer ist, der braucht natürlich auch die richtige Klamotte. Und so wird das Museum wieder zum Anlaufpunkt. Wir sind sehr oft im Museum gewesen, da wir ja auch immer einen freien Eintritt als Gruppe hatten. Also wir konnten hingehen und uns das Muster ansehen, weitersticken und dann noch einmal, wir haben auch teilweise die Perlen gezählt, damit es auch so weit identisch ist, wie es in Wirklichkeit oder wie es im Museum ausgestellt war. Und dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Nach dem ersten Spielfilm mit Pierre Brice und Lex Barker bricht in den 1960er Jahren ein Indianerfilmboom in der Bundesrepublik aus. Mitten im Kalten Krieg lässt sich die DDR auf ein ungewöhnliches Wettrüsten ein. Lasst uns vorbei, Rothaut! Ihr befindet euch auf indianischem Gebiet. Geh aus dem Weg, Rothaut, sonst knallt's! Vorwärts, Leute! Willst du Blei in den Schädel? Hände hoch! Doch nicht Karl May, sondern ein Roman von Lieselotte Welskopf Henrich wird verfilmt, in der Hauptrolle Gojko Mitic. Die Söhne der großen Bären wählen dich zu ihrem Friedenshäuptling. Wir bitten dich, heiliges Geheimnis, wie es unsere Väter und die Väter unserer Väter taten, dass du uns Nahrung gäbest und Frieden. Kein Wunder, dass das Politbüro skeptisch war. Manche Genossen haben sich aufgeregt, wieso drehen wir Indianerfilme? Wieso machen wir nicht unseren sozialistischen Alltag? Das ist für uns wichtiger. Ja, und dann wahrscheinlich der Walter Ulbricht hat sich gehört, dass viele Leute freiwillig ins Kino gehen und so viele. Ja, er hat sich den Film bestellt, angesehen. Und dann hat er gesagt, nö, weiter so, weiter so. Und da war praktisch das grüne Licht gegeben für die nächsten Indianerfilme. Gojko Mitic wird zum Megastar. In den Karl-May-Filmen der BRD stand die Blutsbrüderschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand, die Freundschaft zwischen Rot und Weiß, den beiden Hauptcharakteren, im Mittelpunkt, während der Rest der Indianer in diesen Filmen nur Staffage blieb. Und diese Filme waren eher Western-Märchen als reale Wirklichkeitswiedergaben. Diese kamen in den DV-Indianer-Filmen. Dort hat man versucht, ein historisch reales Bild zu bringen. Man hat historische Persönlichkeiten in den Mittelpunkt gestellt und man hat vor allem den Widerstandskampf der Indianer gegen den imperialistischen Aggressor auf Seiten der Amerikaner ins Bild gesetzt. Die Söhne der großen Bären wurde 1965 übrigens ganz in der Nähe von Radebeul gedreht. Ich bin so baff jetzt plötzlich, diese Gästebuch. Das sind Einträge bis 30. Juni 1965. Das habe ich hier unterschrieben, vor 50 Jahren. Die Ideen für Kostüm und Ausstattung hat sich das Filmteam auch in Radebeul geholt.
Ich würde sagen, dass Karl May nicht nur bei mir Interesse für die Indianer geweckt hat, sondern bei vielen anderen Lesern. Er ist der Urvater eigentlich der Indianistik. Durch den Erfolg der Indianerfilme öffnet sich die DDR schließlich so weit, dass sie sogar den Oberindianer der Bundesrepublik einreisen lässt, Pierre Bries. Ganz Radebeul ist auf den Beinen, als der mittlerweile verstorbene Winnetou-Darsteller und seine Frau das Wohnhaus von Karl May und die Villa Bärenfett besuchen. Es dauert nicht lange, dann will sogar die Politprominenz wieder Karl May-Bücher lesen. Hans Motho hat dann auch damals sich diese Winnetou-Bücher reservieren lassen. Es war Bückware und da wurde eine nicht erkleckliche Anzahl von Exemplaren für Funktionäre gedruckt. Indianerspielen wird modern. In der DDR entstehen zahlreiche Indianistikclubs. Aber es ist damals gar nicht so einfach, einen Stamm zu gründen. Die Clubs müssen sich im Kulturbund organisieren. Politisch gezähmt gibt es bald mehr als 50 Indianistikclubs. Ihre Häuptlinge lässt Hans-Joachim Wolfram in seiner beliebten Unterhaltungssendung Wenn schon, denn schon aufmarschieren. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein höchst imposantes Bild. Alle Häuptlinge höchstpersönlich zugegen und es steht jetzt schon fest. Ich kann mit allen kein Gespräch führen, aber es ist ganz toll. Ein paar Fragen habe ich natürlich. Welchem Stamm gehören Sie an? Den Stamm der Mandanen. Wo sind die zu Hause hier bei uns? Am oberen Missouri-Gebiet, sonst sind wir auch in Leipzig. In Leipzig. Und Sie? Neustadt, Sachsen. Wir beschäftigen uns mit den Cheyenne-Indianern. Die Indianistik ist also irgendwo offenbar über das ganze Land verbreitet. Frauen sind auch dabei. Ich bin nur ein Gruppenvertreter. Also Gruppenvorsitzender, das ist dort etwas so mehr unserem Leben angepasst. Die Partei versteht es, die Indianerbegeisterung ideologisch zu vereinnahmen. Ohne politisches Engagement kein Hobby. Tanzen zwischen Volkskunstkollektiv, Solidaritätsbazar und Fernsehshows. Auch die Old Manitou werden zu Wenn schon, denn schon eingeladen. Nach einem Ultimatum der Partei sind sie dem Kreiskulturhaus Radebeul beigetreten. Dafür haben sie in Radebeul ein Vereinsgelände erhalten. Stetson City. Von Hans-Joachim Wolfram werden sie schließlich sogar als größte Indianistikgruppe der DDR ausgezeichnet. So, ich hoffe, es war ein Freudentanz. Ich begrüße nun hier den Häuptling des Siegerstammes, Armin Riedel. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen eigenen Westernstadt hier in Radebeul. Na, wenn Sie das... Ja. Die Westernstadt verlassen haben, sind Sie wieder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Und verwechseln Sie dann manchmal dann so die Eigenarten? Ja, am schlimmsten ist es, wenn wir von unserem großen Kahnziel kommen und fahren wir zurück nach Dresden und jetzt begegnen uns die ganzen Zivilisten wieder. So. Wir haben keine Hüte, keine Federn, nichts mehr zu sehen. Nach der Wiedervereinigung kauft das Land Sachsen für 3,5 Millionen D-Mark Karl Mays Möbel aus Bamberg zurück. Die Villa Shatterhand und die Villa Bärenfett werden wieder zum Karl-May-Museum. Für die Indianisten allerdings brechen schwere Zeiten an. Boomtown Radebeul. Die Immobilienpreise schießen nach der Wende in die Höhe. Wie zu Karl-Mays Zeiten zieht heute nur in die kleine Stadt an der Elbe, wer es sich leisten kann. Doch es sind mehr Zivilisten als Indianisten, die nach Radebeul kommen. Die Begeisterung für das Indianerhobby nimmt nach der Wende deutlich ab. Die Faszination nach der Wende sicher ist ein bisschen verloren gegangen, weil viele dieser jungen Menschen, die hier Indianer waren, also versuchten haben, einen Stamm nachzumachen, oder die konnten reisen. Da waren sie plötzlich in den USA, da haben sie viele Reservationen schon gesehen und glaube ich, dass viele auch davon enttäuscht worden sind. Dass die ostdeutschen Indianisten nicht ganz ausgestorben sind, ist auch die Leistung von Jörg Dieke. Der Bisonzüchter hat schon immer den Impuls gesetzt, sich mit der Kultur der Indianer zu beschäftigen. Radebeul war für uns junge Indianisten das Mekka. Wir sind jedes Jahr hier nach Radebeul gefahren. Das echte Leben der Indianer zu studieren, ist bis heute seine Devise. Um das Hobby zu retten, lädt der ehemalige Häuptling des Mandan-Stammes Taucher jedes Jahr zu einem Powwow, dem traditionellen Tanzfest der Indianer.
Das wäre eigentlich die Zukunft des Hobbys. Von diesen Indianerspielen, sage ich jetzt mal, weggehen zu dem richtigen Befassen mit dem Menschen, mit dem Leben, mit der Kultur der heutigen lebenden Indianer. Armin Riedel sieht das nicht so eng. Er hat sich längst entschieden für den Weiterbestand des Hobbys, flexibel auf die Anforderungen der neuen Zeit zu reagieren. Nach der Wende könnte man so vieles machen. Ich habe zum Beispiel, kann als Mexikaner gehen, ich kann als Soldat gehen, als Joafe oder ich kann als Trapper oder als Indianer gehen. Eben. Also das, mir liegt dann mehr der Cowboy. Erlaubt ist heute, was Spaß macht. Was zu DDR-Zeiten als reaktionär galt, heißt heute Reenactment. Bei den Karl-May-Festtagen können sich die Männer beim Überfall auf den Santa Fe-Express so richtig austoben. Die Karl-May-Festtage. Auch ein Nachwendephänomen. Politprominenz inklusive. Seit 1992 kommen jährlich rund 30.000 Besucher in den Radebeuler Lößnitzgrund. Karl May sei Dank. Das ist für mich eigentlich Karl May ein liebenswerter Spinner gewesen, schon auch als Kind. Aber man hat das gern gelesen. Karl May hat mich wirklich begleitet in meiner Jugend. Und für mich waren natürlich die Winnetou-Filme auch ein Teil und dann eben später hier Karl May-Fest. Ne? Neuerdings kommen sogar die Ojibwe-Indianer zu den Festtagen. Doch sie kommen nicht nur in friedlicher Absicht. Einer ihrer Sprecher fordert die Scalps seiner Vorfahren zurück. The hair is very important to us. Wir glauben, dass auch in den Haaren die Seele eines Menschen wohnt, sagt er. Deshalb lassen wir uns auch die Haare so selten schneiden. Wenn ein Mensch ohne Skalp beigesetzt wird, ist er nicht vollständig und seine Seele kann keine Ruhe finden. Wegen dieser Skalps kommt es 2014 in Radebeul zu einem Skandal von internationalem Ausmaß. Denn seit einer UN-Deklaration haben die Indianer das Recht, menschliche Überreste ihrer Vorfahren zurückzufordern. Die Museumsmacher brauchten viel Geschick, um mit den düpierten Indianern einen Kompromiss auszuhandeln. Die Herkunft der Skalps wird nun erforscht. Und aus Respekt vor dem Anliegen der Indianer werden keine echten Kopfhäute mehr gezeigt. So konnten Indianer und Deutsche bei den Karl-May-Festtagen 2015 entspannt und ausgelassen gemeinsam feiern. Karl May war nur 1,66 Meter groß, aber die Wirkung seiner Bücher, die war gigantisch. Ohne ihn gäbe es keinen Winnetou, keinen Old Shatterhand und auch keine Wildwestromantik hier in Radebeul. So richtig mache ich mir übrigens keine Sorgen, dass Karl May in Vergessenheit geraten könnte. Denn Abenteuer, Freundschaft und Freiheit bleiben immer und für alle Zeiten ein hohes Gut. Und deshalb hat sogar Schriftsteller Hermann Kant in seinem Roman Die Aula eine Danksagung für Karl May verfasst. O herrlicher sächsischer Lügenbold, gepriesen sei dein vielgeschmähter Name. Dank dir, du genialer Spinner aus Hohenstein-Ernsttal. Dank dir für tausend und eine Nacht voller Pulverdampf und Hufedonnern. Heißen Dank für Äquatorsonne und Präriewind und Wüstensand und Steppengras. Für Shatterhand und Hatschi, für Winnetou und Geierschnabel. Ungeschmälerten Dank dafür.